Ich kann mich noch erinnern, ich musste ihn einmal vom Hotel abholen. Die sind da früh nicht dahergekommen. Das war am Österreichring. Und die haben gewusst, wo sie wohnen, natürlich. Und dann sagt der Daddy zu mir: Charlie, bitte geh den James holen. Ja, dann fahre ich ins Hotel. Im Erdgeschoss hat er sein Zimmer gehabt, Jalousie herunter und die Hupe aus. Und schreit: James, geht die Jalousie auf, ich stehe da mit nacktem Oberkörper dort. Sagt: I'm coming, I'm coming. Und im Hintergrund hast eine hübsche Dame gesehen, also mehr braucht man eh nicht sagen. So locker drauf war der. Aber was auch interessant war, und das habe ich selber auch erlebt, immer wenn es dann harter fortgegangen ist, bevor er ins Auto eingestiegen ist, am Sonntag zum Rennen, war der Bursche derart aufgeregt, dass er richtig erbrochen hat jedes Mal. Da ist er hinten, ist eh nichts raufgekommen, war eh nichts drin, aber er war derart unter Spannung, dass er sich jedes Mal hat müssen übergeben. Und ich glaube, in dem Moment, wo er im Auto gesessen ist und der Motor gestartet wurde, war das weg und er war voll fokussiert.